Die Europawahl. Bei vielen Parteien hat sie am Wochenende für Jubel gesorgt. In Deutschland hat das starke Abschneiden der Volksparteien vor allem eins gezeigt. Die Große Koalition sitzt fest im Sattel. Ich bin jetzt nicht so ein SPD-Wähler. Aber ich denke mal, für die Große Koalition ist das nicht schlecht, ja. Zufrieden insofern, dass das nur bestätigt hat, dass sich doch die Parteien, die Interesse an Europa haben und die für Europa sind, dass die doch die Mehrheit gekriegt haben. Die SPD hat richtig zugelegt, aber nicht genug. Aber ich denke, in Europa ist eine Koalition, da ziehen alle an einem Strang. Ja, vielleicht ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig. Während die Unionsparteien in Deutschland mit leichten Verlusten auf 35,3% der Stimmen kamen, schafften die Sozialdemokraten mit 27,3% einen großen Zuwachs. Neu vertreten ist die rechtspopulistische Alternative für Deutschland AfD. Sie bekam 7% der Stimmen. Vor allem in den europäischen Nachbarländern bekamen euroskeptische Parteien viel Zuspruch. Was mir aber Sorge macht, das ist, wenn man europaweit sieht, dass die rechten Parteien doch solche Zuwächse hatten. Und das kann mir gar nicht gefallen. Also ich sehe es erstmal als Gefahr für Europa, ja, auf alle Fälle. Weil unsere Geschichte hat uns so viel Dummes gelehrt und irgendwie sind wir wahrscheinlich oder viele Deutsche davon geprägt. Die besten Chancen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hat der Christdemokrat Jean-Claude Juncker.